Thema heute sind Chat-Funktionen auf Websites. Ja, wir haben jetzt sind nicht eingestiegen mit ChatGPT, aber war das schon ein bisschen der Anlass, dass es jetzt schon deutlich Aufwind erfahren hat, dass man sieht, dass es halt tatsächlich möglich ist, mit einer Maschine zu kommunizieren und dort halbwegs belastbare Antworten oder halbwegs vernünftige Antworten herauskommen. Ja, meine Eltern hatten gerade goldene Hochzeit, da habe ich mir die von mir erwartete Rede einmal von ChatGPT vorformulieren lassen. Bin dann doch ein bisschen abgewichen von dem doch sehr generischen Text, aber die eine oder andere Anregung habe ich da mitnehmen können. So, also das war der Anlass. Ja, jetzt sind wir gespannt auch auf Ihre Use Cases sozusagen. Welche Einsatzfelder gibt es schon? Während ich jetzt hier gleich nochmal kurz die Agenda vorstelle, würde ich mal eine ganz kurze Umfrage starten und fragen bei Ihnen, ja, wer von Ihnen denn schon Chat-Funktionen auf Websites einsetzt, dass wir ein bisschen den Überblick bekommen. Ja, müssen Sie nicht mitmachen, natürlich können Sie aber. Und ich sage Ihnen in der Zwischenzeit, was wir vorhaben. Andreas wird gleich einsetzen mit einem kurzen Intro dazu, welche Funktionen Chats im E-Commerce übernehmen können. Dann mache ich weiter mit dem ganz kurzen Slide zum Vertragsschluss über Chats, worauf man da achten muss, dass man da vielleicht auch ein bisschen schneller drin ist, als man denkt. Der Schwerpunkt liegt dann wieder bei Andreas Lewald zu den datenschutzrechtlichen Aspekten, die man da berücksichtigen muss. Und ganz zum Schluss mache ich noch drei Sätze zum Wettbewerbsrecht und danach haben wir wie immer unser Fazit. Ich schließe mal die Umfrage und darf Ihnen verraten, jetzt kann ich das sogar übertragen, dass Sie es einmal ganz kurz sehen. Also ungefähr die Hälfte der Teilnehmenden planen, in ein Drittel hat es schon angefangen und 17% der Leute, die hier teilnehmen, haben das gar nicht vor, nehmen aber trotzdem hier teil. Das ist doch auch löblich. So, jetzt hoffe ich, dass Sie wieder unsere Slides sehen und übergebe an Andreas, der sagen kann, welche Arten und Funktionen von Chats es gibt. Genau, ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Rechtsanwalt hier bei Herting im Team Corporate Data und ja, einleitend so ein paar Worte dazu, wie man Chat und Chat-Funktionen nutzen kann. Im Zweifelsfalle werden das der ein oder die andere auch besser wissen als wir hier, nur so ein bisschen, um reinzukommen. Das geht allgemein natürlich vielleicht bekannter Chat-Funktionen im B2C-Bereich, vermehrt aber auch im B2B, einfach weil sich die Leute daran gewöhnen und dann auch in dem B2B-Bereich das vermehrt eingesetzt wird. Klassisch natürlich der gute alte Live-Chat mit echten Personen, dass dann da tatsächlich noch jemand sitzt. Auch das hat für Unternehmen zumindest potenziell die Möglichkeit, niedrigschwelligeren Kundenservice anzubieten, schon alleine, weil eine Person, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter möglicherweise mit zwei, drei Kunden gleichzeitig chatten kann und aber immer nur mit einer Person telefonieren kann. Das ist sicherlich ganz spannend. Man kann eben Kaufberatung machen, man kann im After Sales Gewährleistungsfragen etc. je nach Produkt adressieren und man hat frei Haus gleich entsprechende Kennzahlen auch und kann vielleicht feststellen, wenn wir jetzt zu dem einen Produkt oder der einen Dienstleistung immer wieder Nachfragen haben, vielleicht gehen wir mal an die Webseite dran, ist dann natürlich auch ganz angenehm. Beim Thema Chatbots, also weg von den vom klassischen Chat mit echten Personen, ist, glaube ich, jetzt noch am weit verbreitetsten. ChatGPT ist jetzt fast ein halbes Jahr alt, irgendwie in dem Dreh, noch eher sowas wie eine Volltext-Suchmaschine, also die guten alten Bots, wird man wahrscheinlich in einem Jahr sagen, so nach dem Motto. Und der wesentliche Unterschied zu dem, was jetzt auf den Markt kommt, nach und nach, ist, denke ich, im Wesentlichen, dass die alten Chatbots mehr oder weniger vorgefertigte Antworten haben und auf Stichworte reagieren, während AI, also künstliche Intelligenz,
die Antworten selber generiert. ChatGPT haben wir schon gesagt und Google hat jetzt Lambda, Language Model for Dialogue Applications, entwickelt. Wir hatten zuletzt hier Professor Hacker im Podcast, also allgemein nennt man das wohl auch LLM, was unter uns Juristinnen und Juristen erstmal anders assoziiert ist, aber ab jetzt also Language Learning Models ist und genau. Und dann gibt es noch ja, ein bisschen eine Unterkategorie, ist eigentlich kein klassischer Chat, wenn man davon ausgeht, dass man so kurze Kommunikationsintervalle hat, trotzdem ein bisschen der Vollständigkeit halber und weil ich auch später nochmal im Datenschutzteil darauf zurückkomme, gibt es auch Widgets, also kleine Fensterchen auf einer Website, die eine zeitversetzte Rückmeldung ermöglichen. Also wenn Kundinnen und Kunden vielleicht eine Frage zu einem Produkt haben, kann man die darüber ermuntern, immer in Kontakt zu treten und ist vielleicht niedrigschwelliger auch als dann eine E-Mail zu schreiben an den Kundenservice. Gibt es die Schuhe denn auch in Größe 43? Ja, so viel erstmal zum Start. Was ich zuletzt noch entdeckt habe zum Thema AI-Chat. So ein bisschen an der Seite und das streift eben auch das Thema Datenschutz. Und so hat die italienische Aufsichtsbehörde ein vorübergehendes Verarbeitungsverbot gegen den Betreiber eines, ja, man kann sagen, Freundeschats mit dem Namen Replika verhangen. Das Unternehmen heißt Luca, ist allerdings aus den Vereinigten Staaten und hat nichts mit den Fantastischen Vier zu tun. Und ja, da wurde also ein virtueller Freund online gestellt. Bisher konnte man dafür keine Rechtsgrundlage vorweisen. Und das sage ich deswegen, weil das nachher auch nochmal Thema wird im Datenschutzteil. Hier fand also keine Altersabfrage statt. Das heißt, auch jüngste Nutzerinnen und Nutzer konnten sich da einen virtuellen Freund anlegen. Und da wurden natürlich auch sehr sensible Daten naturgemäß eingegeben. Und ja, mal schauen, ob Replika demnächst wieder auf den Markt kommt. Wir werden es sehen. Aber jetzt erstmal zurück zu dir, Martin, und dem nächsten Slide. Genau, zeigt also schon, die Datenschutzaufsichtsbehörden, jedenfalls mal in Italien, sind dran an dem Thema. Ja, also ich glaube, wenig ist so dynamisch derzeit wie das Thema Chats auf Websites. Ja, im Zusammenhang mit E-Commerce-Websites, die angekündigte Folie zu Vertragsabschlüssen im Chat. Also da geht es mir eigentlich nur darum, dass man sich bewusst macht, dass, wenn, bleiben wir mal bei dem Live-Chat mit echten Personen, aber natürlich kann auch ein Chatbot Verträge schließen, dass man sich bewusst macht, dass es sein kann, dass man in dem Chat vertragliche Vereinbarungen trifft mit dem Kunden. Nehmen wir an, ein ja, E-Commerce-Shop für erklärungsbedürftige Produkte. Die Leute haben Fragen zu einem konkreten Produkt, gehen dann in den Chat und dann ist es dort so individuell, dass die vielleicht eingeloggt sind. Die Leute also auf der anderen Seite wissen, um welche Kunden sich handelt, die dort beraten. Ja, also sie können auch gleich zwei Stück nehmen, da wird es auch noch mal ein bisschen günstiger. Ja, können wir das machen? Ja, einverstanden. Und dann ist der Vertrag geschlossen. Ja, dann hat man also einen Vertrag geschlossen, wie man ihn per E-Mail auch schließen könnte, wie man ihn auch am Telefon schließt, kann man den natürlich auch per Chat schließen. Ist erstmal nicht so schlimm, ne? Darf man natürlich und ist auch in Ordnung. Hat nur ein paar Folgen. Ja, während Sie Ihren Online-Shop darauf getrimmt haben, dass er die deutschen und europarechtlichen Vorgaben von vorrechtlichen Vorschriften einhält, dass dort ein Widerrufsrecht gewährt wird, dass dort Informationspflichten erfüllt werden und so weiter, ist natürlich im Chat ein bisschen schwieriger. Das heißt, jedenfalls dann, wenn man anfängt, sich gezielt darum zu bemühen, im Chat oder sagen wir mal zulässt, dass im Chat Verträge geschlossen werden im B2C-Bereich, dann muss ich dafür sorgen oder muss mir bewusst machen, dass dort die ganzen verbraucherrechtlichen Vorgaben einzuhalten sind. Wird man wahrscheinlich am einfachsten hinbekommen, indem man dann nochmal auf die Bestelldetailseite oder auf die Seite verlinkt, wo die Produkte erwähnt sind. Sagen wir mal so, für wen das kein wirklich
echter Kanal ist, weil die Leute das auch anders hinbekommen, in dem Online-Shop zu bestellen. Da scheint mir sinnvoller, die Leute dann immer wieder nochmal in den, also aus rechtlicher Sicht sinnvoller, aus Conversion-Sicht müssen Sie das wissen, aber aus rechtlicher Sicht sinnvoller, die Leute wieder zurück in den Shops zu schicken und dort die Bestellung abschließen zu lassen, weil da sind Sie sicher, dass Sie die Informationen zur richtigen Zeit in der richtigen Form haben, dass Widerrufsrecht belehrt wird und so weiter. Ja, was Sie im Chatfenster möglicherweise nicht so schön und nicht so genau erledigen können. Deshalb also ja, ein bisschen Obacht, dass man da diese Vorschriften einhalten muss. Jetzt werden Sie sagen, naja, das machen wir doch nicht, das ist ein reiner Beratungschat, warum sollten wir ja, uns da auf dieses dünne Eis begeben? Richtig, nur auch hier, auch im After-Sales-Bereich kann man sich natürlich einigen, nehmen Sie einen Gewährleistungsfall. Wir haben zurzeit ein bisschen Trouble mit einem so ein Wassersprudler, ja, wir haben jetzt den dritten durchaus teuren Austauschgerät bekommen. Meine Frau hat die dankenswerte Aufgabe übernommen, dort also im Chat mit dem Hersteller dort hin und her zu schreiben. Die sind doch irgendwie alle ganz freundlich und schicken uns jetzt eine riesige Kiste nach der nächsten. Aber echt freundlich oder AI-freundlich? Nö, die sind wirklich, AI-freundlich? Nein, wirklich vielleicht AI-freundlich und man, wir wissen, wir haben es noch nicht gemerkt. Nein, aber ja, da ist natürlich schon so, dass wenn die in dem, ich glaube, es ist nicht per Chat, sondern per Mail, aber wenn es in einem Chat wäre, ja, dass die dann sagen, ja, okay, dann schicken sie uns doch das Altgerät zurück, wir schicken ihnen ein neues und ich glaube, die haben dann noch irgendwie eine Flasche dazugegeben oder so eine Kartusche dazugegeben etc. Das heißt, ja, es geht möglicherweise hinaus über den reinen Kundenservice und, und man könnte dort vertreten, es ist eine Einigung über einen neuen Vertrag. Ja, und dann haben wir schon wieder einen Vertrag im Fernabsatz und dann gelten wieder die gleichen Vorgaben, wie wir sie vorhin genannt haben. Jetzt werde ich dem Sprudlerhersteller da keinen Strick draus drehen und sagen, er hätte die Vorschrift nicht eingehalten, wenn er uns kulanterweise möglicherweise einen neuen schickt. Aber auch da sollten Sie, wenn Sie mit der rechtlichen Brille auf das schauen, was in dem Chat passiert, vielleicht nochmal draufschauen und dran denken, dass auch nach Vertragsschluss da noch Einigungen denkbar sind. Ja, wie gesagt, aus rechtlicher Sicht, das ist hier mein dritter Bullet, ja, sinnvoller den Agents, die dort sitzen, zu sagen, dass der Vertragsschluss ausgeschlossen sein sollte und dass man die Leute wieder zurück in den Shop schickt und dort eben nur berät und Fragen beantwortet. Wenn sie es aber zulassen wollen, wofür auch einiges spricht, Umsatz zum Beispiel, ja, dann sollte man hinreichend darauf vorbereitet sein, dass auch dort ordentlich dokumentiert ist, was die Person denn da jetzt eigentlich bestellt hat. Wenn sie gewohnt sind, im Callcenter Verträge zu schließen, dann gelten im Prinzip die gleichen Anforderungen, dass man eben schaut, dass ordentlich dokumentiert ist, gespeichert wird, worauf man sich denn dann geeinigt hat, so wie sie es am Telefon schon machen. Ob man da die gleiche Infrastruktur nutzt oder ob man das direkt aus dem Chat exportieren kann, sicherlich eine Frage der Technik. Worauf Sie auch aufpassen sollten, ist das Thema Identifikation der Nutzerinnen und Nutzer. Also kein Problem, wenn die eingeloggt sind auf der Website mit einem Kundenkonto oder wenn sie ein Kundenportal haben, und das vielleicht jetzt gar nicht um den Neuabschluss geht, sondern sie eine Versicherung sind oder eine Bank sind, die Leute sind eingeloggt oder auch bei einem Energiedienstleister haben wir das gesehen, dann wissen Sie ja schon in dem Chat, welche Person das ist, bekommen das dann möglicherweise auch angezeigt. Dann haben Sie das Thema Identifizierbarkeit nicht, weil Sie davon ausgehen können, dass diejenigen, die es schaffen, sich mit den Kundendaten einzuloggen, auch Ihre Kunden sind. Anders, wenn die Leute nicht eingeloggt sind, also auf Ihre Website kommen und dort Fragen zu einem bestimmten Produkt haben, ja, dann kann Ihnen zunächst egal sein, um wen es sich handelt, solange wie Sie da nicht irgendwelche Verträge schließen wollen. Wenn Sie dann dazu kommen, dass man da jetzt einen Vertrag schließt oder einen Vertrag ändert oder irgendwelche Gewährleistungsansprüche abgewickelt werden sollen, ja, da muss man schon dafür sorgen, dass jetzt nicht die Nachbarin für mich einen neuen Sprudler bestellen kann, indem sie einfach meinen Namen dort angibt, sondern da muss man schon schauen, dass man irgendeine wie am Telefon eben auch, insofern nichts Neues für die E-Commercer mit Call-Anbindung sozusagen, dort eine Kundennummer oder so abfragt.
Ja, so viel vielleicht zu den vertragsrechtlichen Aspekten. Hauptmessage: Obacht, wenn da Verträge geschlossen werden, kann es sein, dass man die verbraucherrechtlichen Vorschriften einhalten muss. Ja, und dann vielleicht so ein bisschen vom Stichwort, es kann einem egal sein, wer auf der Website ist, zum datenschutzrechtlichen Teil, wo das dann ein bisschen andere Implikationen hat. Und ja, einleitend dazu vielleicht, also ein bisschen, wir gehen erstmal ans Grundsätzliche ein bisschen ran. Also Kolleginnen und Kollegen aus dem juristischen Bereich werden es mir verzeihen, das wird dann bekannt sein. Grundsätzlich aber mal zu der Frage, wie es ja gerade auch aufgeworfen wurde, vielleicht weiß ich ja als Shop-Betreiber jetzt beispielsweise gar nicht, um wen es sich handelt, wenn ich also Laufkundschaft habe, die gerade nicht eingeloggt ist. Ist dann die DSGVO überhaupt anwendbar? Ja, natürlich. Und das ist eben schon allein aufgrund der IP-Adresse der Fall. Der ein oder andere wird es wissen, EuGH 2016, es geht um die Personenbeziehbarkeit. Seinerzeit ja mit der Argumentation, dass man sich ja über den Internetzugangsanbieter der betreffenden Person dann die entsprechenden tatsächlichen personenbezogenen Daten der Anschlussinhaber holen könnte. Das heißt also ja, DSGVO auf jeden Fall anwendbar und damit Thema und dann auch nochmal ganz allgemein in Erinnerung gerufen, freundlichst, jede Verarbeitung personenbezogener Daten bedarf einer Rechtfertigung. Und diese Rechtfertigungstatbestände finden sich eben in Artikel 6 Absatz 1 DSGVO. Und da gehen wir dann auch direkt mal rein und damit der Frage, was ist denn oder was für Rechtsgrundlagen kommen denn in Betracht beim Betrieb von Chatfunktionen? Es gibt natürlich die klassische Einwilligung in die Datenverarbeitung. Es gibt 6b, Rechtfertigung aufgrund Vertragserfüllung und Vertragsanbahnung. Und es gibt das berechtigte Interesse des jeweiligen Unternehmens nach Artikel 6f. Und auch hierzu haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet. Martin, wenn du so gut bist, wir blenden die mal kurz ein. Genau, auch hier, die haben sozusagen Gelegenheit, da kurz Stellung zu nehmen, vor allem für diejenigen, die schon einen Chatbot einsetzen. Ja, drei Möglichkeiten. Ja, wir haben bisher keine Einwilligung. Ja, wir machen das nur für das Cookie, was dort gesetzt wird. Ja, derzeitiger Stand, 7% der Leute sagen, 12 jetzt. Ja, wir haben auch eine Einwilligung in die Speicherung der Daten vorgesehen. Die Einzelheiten ist spannend für uns, weil wir natürlich immer nur einen Einblick haben in das, was die Mandanten machen. Spannend zu sehen, wie damit im Einzelnen umgegangen wird. Ich muss das, glaube ich, jetzt nicht nochmal einblenden. Ja, 20% sagen, wir kommen ohne Einwilligung aus. 70% sagen, wir haben eine Einwilligung, aber nur in das Cookie, was dort gesetzt wird. Und 11% sagen, ja, wir haben eine vollumfängliche Einwilligung auch in die Speicherung der Daten. Entspricht nicht so richtig dem, was wir in der Beratung sehen, ne? Muss man ja sagen, sondern schon, dass da eine weitergehende Einwilligung gefordert wird. Na gut, überlasse ich dir, wie es weitergeht. Genau, ja, ich starte erstmal kurz nochmal mit der Vertragsanbahnung, ein bisschen anknüpfend an deinen Teil gerade, ist wahrscheinlich eher ein wenig zu vernachlässigen, beziehungsweise hier besteht ein bisschen die Gefahr, dass man sich davon verleiten lässt, sich allzu schnell auf 6b zu verlassen. Denn grundsätzlich kann 6b die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen rechtfertigen. Das heißt, wir haben jetzt also einen Pre-Sales-Chat. Das geht also um die Frage, was kann denn dieses oder jenes Produkt oder betreffende Dienstleistung? Und dann ist es schön, wenn der Vertrag zustande kommt, dann reicht uns diese Rechtsgrundlage. Aber wie nun gerade schon gesagt und jetzt nicht empirisch belegt, eher vermutet, aber wird das ja auch nicht der Regelfall sein, dass Vertragsabschlüsse jetzt dann auch gleich im Chat erfolgen, fällt die Rechtsgrundlage eben weg.
wenn es eben nicht direkt zu einem Abschluss kommt. Und dann muss man sich eben die Frage stellen, was passiert denn dann anschließend mit den Daten? Und es gibt ja dann natürlich schon auch ein gewisses berechtigtes Interesse, mit den Daten dann weiter was zu machen. Und da ist aber dann natürlich eine Einzelfallbetrachtung erforderlich. Ja, und da kommt es dann immer darauf an, welche Daten wurden eingegeben. Das ist bei einer Versandapotheke naturgemäß mit den dort anfallenden Gesundheitsdaten, den Artikel 9 Daten, naturgemäß sensibler als bei einem Online-Retailer oder auch Zahlungsverkehrsdaten, dazu kommen wir auch später nochmal kurz, sind da tendenziell sensibler, sodass die 6F-Waage dann vielleicht eher zugunsten der Interessen der Betroffenen ausfällt und dann eben, wenn man sich auf 6b als Verarbeiter oder als Verantwortlicher gestützt hat, es kommt eigentlich kein Vertragsabschluss zustande und man diese Interessenabwägung im Einzelfall vorgenommen hat, die Daten dann aber eben nicht mehr vorgehalten werden dürfen und gelöscht werden müssen, sodass 6b jedenfalls mit Vorsicht zu genießen ist. Hier noch zweiter Bullet, Abfrage des Alters erforderlich, wenn der Vertragsschluss mit einem Minderjährigen gegen andere Rechtsnormen verstoßen würde. Ich hoffe, es erklärt sich ein wenig selber. Also ist klar, also wenn ich Produkte anbiete, die meinetwegen ab 18 sind, dann darf ich das Alter und muss ich das Alter tunlichst vorher erfragen. Und diese Datenverarbeitung zumindest ist dann aufgrund von 6b gerechtfertigt. Ja, das aber, wie gesagt, nur einleitend, denn interessanter dürfte wohl die Frage immer sein, reicht mir das berechtigte Interesse als Verantwortlicher? Also da fehlt ein Artikel 6 Absatz 1 Satz 1. Na gut, jedenfalls Buchstabe F, Rechtsgrundlage berechtigtes Interesse. Oder muss ich eine Einwilligung einholen? Und bei einfachen Chat-Funktionen wird man, also wie besprochen, der Live-Chat oder der gute alte Chatbot, der im Prinzip vorgefertigte Antworten rausgibt, einfachste Auskünfte rausgibt, kann man häufig wohl schon sagen, dass es der vernünftigen Erwartung der Nutzerin entspricht, dass die Fragen und alle damit im Zusammenhang stehenden personenbezogenen Daten übermittelt werden und jedenfalls kurzzeitig zwischengespeichert werden. Also und dann ist ein bisschen die Frage, wo ist da die Grenze? Was passiert mit den Daten dann anschließend nach dem Chat? Bis zu einem gewissen Grad wird man auch hier vertreten können, dass man die dann noch vorhalten darf. Aber, und das ist immer auch nach den Datenschutzaufsichtsbehörden und der Rechtsprechung natürlich, der ein oder andere wird das natürlich auch kennen, die Frage, ist das für die Nutzerinnen und Nutzer erwartbar? Und da hat man vielleicht so ein bisschen das Thema beim Chat, das anders als bei anderen Medien, das so ein bisschen flüchtiger ist und wenn ich jetzt auf so eine Webseite gehe und ein Chatfenster aufmache, ich tippe da was rein, vielleicht jetzt noch gar nicht davon ausgehe, da passiert dann nachher auch was mit. Ob das in 5 Jahren immer noch so ist, ist so ein bisschen die andere Frage. Wir haben mit Frau Thiel kurz mal drüber gesprochen, ob sich solche Erwartungshaltungen mit Fortlaufen der Technik und veränderten Technikbewusstsein auch ändern kann. Aber gut, das ist jetzt hier ein bisschen zu weit gehend, denke ich. Aber kurz, trotzdem, Werbeblock, Frau Thiel meint Barbara Thiel, die niedersächsische Datenschutzbeauftragte, mit der wir einen Podcast aufgenommen haben, den sie, der zweitaktuellste ist, aus dem Januar, den sie da auch nachhören können. Und da haben wir uns unter anderem darüber unterhalten, wie das jetzt, ob sich eigentlich die Erwartungen verändern im Rahmen von 6.1f. Ne? Genau, und das das ist eben zu berücksichtigen hier, wenn man also sich als Verantwortlicher überlegt, welche Rechtsgrundlage ziehe ich heran, um die Daten aus dem Chat zu verarbeiten. Gehen Nutzende wirklich davon aus, dass die Informationen und personenbezogenen Daten, die dort eingegeben werden, auch nachher noch verarbeitet werden? Und insbesondere, was ist denn mit der Zusammenführung mit weiteren Daten? Also zum Beispiel, wenn die Daten nachher dann mit einem Kundenprofil zusammengeführt werden oder mit weiteren Daten kombiniert werden. Danke, hängen geblieben. So, letzter Bullet, nicht ganz unwichtig.
Wenn vereinzelt und nicht absehbar Artikel 9 Daten, also diese besonderen Kategorien personenbezogener Daten wie Gesundheitsdaten oder Daten zur Religionszugehörigkeit, sexuelle Orientierung vereinzelt eingegeben werden, ändert das jetzt erstmal nichts. Also das ist natürlich auch so ein bisschen das grundsätzliche Problem beim Chat. Man weiß einfach vorher nicht, was da kommt. Da kann alles kommen. Da sehen wir, kommen wir auch nachher nochmal zu einem Beispiel, wie man das adressieren kann. Ist jetzt erstmal nicht so wild, solange es nicht eben schon absehbar ist. Und das kommt eben dann auch wieder auf die Dienstleistung oder die Waren an, die Sie als Verantwortliche anbieten. Wenn es also Waren im Gesundheitsbereich sind, auch da wieder Beispiel Versandapotheke, dann wird man wohl von Anfang an davon ausgehen müssen, dass mit ziemlicher Sicherheit Gesundheitsdaten verarbeitet werden. Und dann ist es zumindest sehr, sehr risikoaffin und sollte man sich gut überlegen, ob man sich da wirklich auf 6F verlässt. Zumal vielleicht eine Bemerkung, wenn du gehst, kommst du jetzt gleich auf die Einwilligungen. Ist ja, also die Frage, holt mir da eine Einwilligung ein zusätzlich? Da schrecken ja alle Marketingleute vor zurück und alle UX-Designer und alle Conversion-Optimierer. Ja. Aber ja, wenn die Leute den Chat nutzen wollen, dass sie dann da nochmal, ich sag jetzt mal, ein kleines Häkchen setzen müssen oder irgendwie okay drücken müssen, da dürfte die Abbruchrate deutlich geringer sein als anderswo. Also da müssen sie nicht damit rechnen, jedenfalls erzählen uns die Mandanten, dass das da genauso schlimm ist wie bei der Newsletter-Anmeldung, sondern die Leute wollen ja chatten und die verstehen dann auch, so ist jedenfalls unser Eindruck, dass man da jetzt wie so ein Cookie-Fenster noch irgendwas wegklicken muss, ne? Zumindest potenziell niedrigschwelliger und da hat man tatsächlich auch mal die Möglichkeit, an die Einwilligung zu kommen, eher als sonst vielleicht. Genau, und damit dann auch direkt dahin und zu der Frage, wenn man denn eine Einwilligung einholt, also wie gesagt, mit Sicherheit der recht sicherste Weg, keine Frage, dann ist die Frage, wie macht man das? So, und dann ist es also natürlich erstmal wichtig, dass wenn man zu dem Ergebnis kommt, ich brauche Einwilligung, dass man diese einholt, bevor das Chatfenster genutzt wird, klar. Und dann die Frage, man kann die Einwilligung im Chatfenster selber einholen oder man kann zum Beispiel über einen Cookie-Banner einholen. Ohne da jetzt zu einer abschließenden Bewertung kommen zu können, weil es kommt dann wieder auf die Einzelfallausgestaltung an, nicht wahr? Das müsste man sich dann nochmal anschauen. Aber wird es wohl schon so sein, dass man sagt, ja, man kann ja auch in einem Cookie-Banner möglicherweise die Einwilligung erstmal nach TTDSG für das Setzen des Cookies holen und damit auch die Einwilligung nach DSGVO und die nachfolgenden Datenverarbeitungen. Andersrum im Chatfenster selber, klar, also für die Cookies, für den Chat und die nachfolgende Verarbeitung kann man die Einwilligung einholen. Da sollte man sich dann aber überlegen, ob man sozusagen das von dir gerade angesprochene, ob man sich dazu verleiten lässt, ach, jetzt habe ich einmal die Möglichkeit, eine Einwilligung abzugreifen. Wie weit gehe ich da? Und da ist einfach an das Stichwort Granularität der Einwilligung zu denken, dass also für jeden Verarbeitungszweck eine gesonderte Einwilligung einzuholen ist, an die Freiwilligkeit der Einwilligung. Und an die Transparenz, also wir sprechen über Artikel 7 DSGVO. Das heißt, es spricht wohl mehr dafür, wenn man im Chatfenster selber die Einwilligung einholt, dass es sich hier tatsächlich nur um das Setzen der Cookies und damit die TTDSG-Einwilligung handelt und die Artikel 6a-Einwilligung für die nachfolgenden Datenverarbeitungen für die Daten aus dem Chat. Ja. Und nicht noch weitere, zum Beispiel für Direktwerbung per E-Mail. Ja, weil dann könnten Aufsichtsbehörden schnell mal sagen, so richtig transparent ist es nicht. Die Nutzerinnen und Nutzer konnten jetzt hier nicht absehen. Sie wollten eigentlich nur in das Chatfenster und ja, ihre Einwilligung schön weggeklickt, damit ich jetzt chatten kann. Da war jetzt nicht direkt absehbar, dass man damit auch die Einwilligung für andere Werbemaßnahmen direkt erteilt.
beziehungsweise wenn man es macht, dann ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das grafisch so darzustellen, dass die Freiwilligkeit der Einwilligung noch gewährleistet ist. Ja, und also grundsätzlich, auch wenn man dann nur wenn man sich jetzt dafür entscheidet, die Einwilligung im Chatfenster einzuholen, ist die Frage, wofür hole ich die Einwilligung ein? Und interessant könnte es zum Beispiel sein, also wenn man sich über Profilbildung zu Werbezwecken unterhält, ließe sich natürlich schon sagen, ja, die Daten aus dem Chat wollen wir als Unternehmen vorhalten und zu Nutzerprofilen kombinieren oder was wir sonst schon über Kundinnen und Kunden wissen, das dazu speichern, das kombinieren. Und da ist dann eben auch die Herausforderung, das eben transparent zu gestalten, wobei das natürlich etwas niedrigschwelliger ist, als wenn man völlig damit nicht im Zusammenhang stehende Datenverarbeitungen legitimieren würde. Stichwort nochmal Zahlungsverkehrsdaten, bei denen wir vorhin waren und dem Zusammenführen von Daten aus dem Chat mit Nutzerprofilen und damit unter Umständen auch von Zahlungsverkehrsdaten, also die Bonität von Kundinnen und Kunden zum Beispiel, welche Zahlungsintervalle gibt es, werden Rechnungen pünktlich bezahlt, wie viele Mahnstufen mussten bisher zu Betreiben von Forderungen verfolgt werden, ist dann natürlich auch zu berücksichtigen, dass gerade Zahlungsverkehrsdaten und das Hinzuspeichern von Informationen aus dem Chat, dass man schnell dazu kommt, dass man erstmal aus 6F sowieso raus ist, ja? Anlegen von Nutzerprofilen und auch das Einholen der entsprechenden Einwilligungen eine Herausforderung ist auf jeden Fall, weil man das eben schwierig in so einem kleinen Chatfenster einfach darlegen kann. Wir nutzen nicht nur die Daten aus dem Chat, sondern kombinieren das noch mit anderen Informationen und dann kommt es, wie gesagt, auf die Ausgestaltung an. Dazu nochmal die Stichworte, gerade einige schon genannt. Freiwilligkeit der Einwilligung ist ganz wichtig, verständliche und leicht zugängliche Form in klarer und einfacher Sprache. Das ist praktisch Gesetzeswortlaut von Artikel 7. Ablehn-Button, den braucht es, also die DSK, der Zusammenschluss der deutschen Aufsichtsbehörden, hat jetzt zuletzt im Dezember 2022 die Orientierungshilfe Telemedien aktualisiert. Dazu gibt es auch auf der Herting-Webseite einen Beitrag von mir. Der ist vielleicht insofern ganz hilfreich, als dass die DSK relativ dezidiert und kleinteilig was dazu schreibt, wie zum Beispiel Cookie-Banner aussehen sollten, zumindest nach Auffassung der DSK. Ob man das im Einzelfall immer so teilen muss, ist eine andere Frage, aber es ist zumindest relativ instruktiv. Die DSK, sogar die DSK, würde man, glaube ich, aus unserer Sicht sagen, sagt, ja, also ein bisschen Nudging ist okay, also das Hinleiten vielleicht eher zur Einwilligung als zum Ablehn-Button, solange es ihn gibt. Es darf auch eine farbliche Unterscheidung geben, solange aber klar ist, dass die Freiwilligkeit noch gewährleistet ist, dass man eben auch als Nutzer ganz klar die Möglichkeit hat, auch abzulehnen. Ja, habe ich gerade schon ein bisschen angesprochen, Gesamteinwilligung, Einwilligung nur für personenbezogene Daten, die im Chat anfallen. Das Thema hatten wir gerade schon. Eindeutige bestätigende Handlung. Es muss klar sein, was Nutzerinnen und Nutzer hier erklären, und es ist sicherlich wichtig, auch immer die DSI zur Website da direkt zu verlinken und da immer einen entsprechenden Passus vorzuhalten, auch zu den Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit dem Chat. Und dazu noch ein Beispiel, was wir gefunden haben. Also Name leicht geändert, aber tatsächlich so vorgefunden. Und hier wurde folgende Gestaltung gewählt. Man hat also hier gesagt, man holt sich die Einwilligung über
den Cookie-Banner auf der Webseite, man kommt auf die Landingpage, Cookie-Banner poppt auf und da wurde dann aber alles abgelehnt. Also ich habe dann die Ablehnen-Button gedrückt und dachte, mal schauen, fragt er mich denn jetzt hier im Chatfenster nochmal. Das war aber nicht der Fall, sondern ja, Robi, der klassische alter Chatbot im Sinne von reagiert auf Stichwörter und auch nochmal hier das Beispiel, persönliche Angaben benötige ich nicht, um Ihnen zu helfen. Also das ist eigentlich eine ganz nette Lösung, um zu sagen, bitte hier nicht die aktuellsten Gesundheitsdaten und Geburtsdaten eintragen. Insofern nett, aber eben ja, abgelehnt im Cookie-Banner, hier nicht nochmal eine granulare Abfrage, nur für die Daten aus dem Chat. Und siehe da, wenn man dann oben auf die Datenschutzinformation geklickt hat, wird als Rechtsgrundlage aber leider doch 6a herangezogen. Und ja, so ein bisschen die klassische weite Zweckformulierung, um bestmöglichen Support zu bieten und Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Ja, da, ich glaube, es ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass wenn man die Ausgestaltung über den Cookie-Banner wählt, dass man dann eben auch schauen muss, dass die beiden Systeme und die beiden Anbieter, also es kann ja gut sein, dass der Dienstleister hier für den Cookie-Banner jetzt ein anderer ist als der des Chats, dann auch aufeinander abgestimmt sind. Was hier nicht der Fall ist, ne? Das ist die Message. Genau, ja. Ja, das, ja. Sie dürften im Prinzip, wenn Sie sagen, wir brauchen die Einwilligung, wir könnten ja auch zu dem Ergebnis kommen, dass Sie sie nicht brauchen, aber dann ist die Datenschutzinformation falsch. Ne? Genau. Ja. Oder Sie müssen halt das Chatfenster deaktivieren, und dass man es eben nicht nutzen kann, wenn man die Einwilligung nicht erteilt. Sonst macht die Einwilligung eben keinen Sinn, nur sie abzufragen und dann nicht zu nutzen, geht nicht. Weil so hat man dann gar keine Rechtsgrundlage mehr. Genau. Ja, und damit nochmal gleich dir. Wir hatten noch das Thema. Genau, zwei kleine Themen nochmal als Exkurs. Ne? Das Thema, was darf der Chatpartner wissen? Also, inwieweit, also ob das jetzt der Bot ist oder eben echte Personen, die dort auf der anderen Seite sitzen und mit den Leuten chatten. Ja, die dürfen natürlich wissen, alles, was die Nutzerinnen und Nutzer in das Chatfenster einschreiben. Aber die Frage, wenn die ob bewusst oder unbewusst eingeloggt sind, ob man diese Informationen im Chat nutzen darf, also ob man dort auch, und da hatten wir uns in der Vorbereitung kurz drüber unterhalten, ja, da passiert ja relativ leicht, dass das auch nach außen dringt, dass man bestimmte Informationen hat, zum Beispiel indem halt der Agent, der dort sitzt, schreibt, na, Sie haben doch letzte Woche schon das und das bestellt, wo dann eben, oder Sie bestellen doch immer dieses. Bestellen doch immer das, nehmen Sie doch diesmal gleich eine große Größe. Ja. haben Sie doch jetzt dreimal zurückgeschickt. Genau. Ja, und da gilt was immer, ja, und datenschutzrechtliches Problem ist eben, ist sozusagen diese Zusammenführung von Daten dort erwartbar. Da ist die einfachste Antwort, also wenn man entsprechende Einwilligung eingeholt hat, dann darf man das natürlich. Ne, das wird die Einwilligung ja möglicherweise auch abgefragt, dass man eben solche Informationen zusammenführt. Ansonsten wird es tatsächlich schwierig und hängt von der Erkennbarkeit der Userinnen und User ab. Wenn es tatsächlich ein Online-Shop ist und die Leute wissen, dass sie eingeloggt sind, habe ich keine großen Schwierigkeiten, das noch auf 6.1.f zu stützen, zu sagen, die Daten werden ja, ist ja klar, wenn ich jetzt mit meinem Online-Shop hier über eine Ware, die ich gerade bestellt habe, chatte, dass die dann auch wissen, meine sonstige Bestellhistorie kennen. Die vielleicht auch meine Zahlungsmoral kennen und mir deshalb ein anderes Angebot unterbreiten, wie man den Streit da jetzt beilegen kann, als vielleicht meiner Nachbarin, die eine andere Zahlungsmoral, eine bessere Zahlungsmoral hat, ist dann vielleicht nicht mehr erwartbar. Ne? Also da stellen sich genau die Fragen, die man generell hat bei der Bildung von Kundenprofilen und bei der Nutzung von Kundenprofilen, nur dass man vielleicht beim Chat anders als bei einer Werbung, die per Post rausgeschickt wird, so Fälle, die wir jetzt öfter mal haben, da vielleicht eher noch zu erkennen gibt, dass man diese Informationen hat und nutzt. Also long story short, Einwilligung einholen, beseitigt dort etwaige Zweifel. Und der zweite Exkurs, den ich hier kurz machen möchte, ist das Thema ChatGPT letztlich. Ich habe Ihnen rechts, kann man kaum lesen, mal eine
eine Korrespondenz, die ich hatte, oder einen Chat mit dem Chatbot reingefügt, nämlich den gefragt, was gibt es da für rechtliche Fragen? Und es war tatsächlich durchaus, wenn auch sehr grob und holzschnittartig, aber dann doch eine vernünftige Antwort dazu. Die Datenverarbeitung bei künstlicher Intelligenz gesteuerten Chatbots ist natürlich insofern intensiver als die Informationen, die dort ausgetauscht werden, genutzt werden können, Trainings durchzuführen und den Chatbot besser werden zu lassen, ist nicht zwingend. Man kann das auch, wie das ja jetzt bei dem ChatGPT passiert, der ist halt in einer Version 1.0 online und lernt nicht live mit, aber das könnte man natürlich entsprechend einstellen. Wenn man das tut, ja, ruft es datenschutzrechtliche Themen auf den Plan. Die Datenschutzaufsichtsbehörden haben die Nutzung von AI-Chatbots als besonders hohes Risiko eingestuft und in ihre Positivliste der Anwendungen aufgenommen, für die man eine Datenschutzfolgeabschätzung durchführen muss. Also ein kleines Risk Assessment dazu, mit welchen Risiken die Verwendung dieser Infrastruktur, dieses Chatbots für die Betroffenen verbunden ist. Das muss man also einmal sich überlegen. Wir haben jetzt mindestens eine, wenn ich glaube sogar zwei Datenschutzfolgeabschätzungen für Chatbots gemacht. Wir kommen ja gleich nochmal zu der Dienstleister, zu der Zusammenarbeit mit Dienstleistern. Wenn Sie da jetzt im Auswahlprozess sind, fragen Sie doch mal den Dienstleister, was der dazu sagt. Wenn die da keine guten Antworten haben, dann sollten Sie da zweifeln, ob das der richtige Dienstleister ist. So ist bis jetzt unsere Erfahrung. Also das ist der datenschutzrechtliche Teil. Wenn es sozusagen ein Machine Learning System ist, dann ist ziemlich sicher, dass man so eine Datenschutzfolgeabschätzung machen muss, wo dann auch rauskommen kann, dass, ja, weil es eben nur um nicht sensitive Informationen geht und dort nur Informationen zu bestehenden Verträgen beantwortet werden, dass kein übermäßiges Risiko ist für die Kunden, dann darf man es eben auch entsprechend einsetzen. Muss natürlich passieren, bevor der Chatbot live ist, streng genommen. Und auch weniger streng genommen. Und dann der zweite Aspekt. Es gibt ja die jetzt schon länger in Diskussion befindliche Verordnung zur Regelung künstlicher Intelligenz auf EU-Ebene, den AI Act, also eine Verordnung, wie die Datenschutzgrundverordnung eine ist. Die ist derzeit in den Beratungen in den entsprechenden Gremien. Just diese Woche hat das Europäische Parlament dazu nochmal getagt. Da wird erwartet, dass jetzt demnächst die Trilogverhandlungen beginnen. Und dort gibt es, kann man ja jetzt nur über die Entwürfe sprechen, aber verschiedene Themen, die man beachten wird müssen. Und unter anderem gibt es auch dort eine Verpflichtung, so ein Risk Assessment durchzuführen. Es gibt bestimmte Anforderungen an die Datenqualität, Diskriminierungsthemen werden dort angesprochen. Auch weitere Informationspflichten, also Transparenzvorgaben gelten dort. Insofern wichtig, das im Auge zu behalten. Wir haben am Dienstag dieser Woche aufgenommen einen Podcast mit dem Professor Philipp Hacker, der fast ausschließlich dazu forscht. Der ist heute online und unter dem Link, den wir Ihnen da aufgeschrieben haben, kommen Sie da zu dem Podcast, finden Sie aber auch bei Spotify und Apple Podcasts dazu. Also das ist noch Zukunftsmusik und deshalb auch nur ein Exkurs. Dann noch schnell zu den datenschutzrechtlichen Wrap-up und dann sind wir auch schon fast durch. Genau, ja, noch ein paar weitere Hinweise, um es rund zu machen, sozusagen. Also wenn Sie Dienstleister einbeziehen, was ja dann in der Regel der Fall sein wird, wenn eine Chatfunktion angeboten wird, an den AVV denken, der es in der Regel sein wird, also ein Auftragsverarbeitungsvertrag nach 28 DSGVO. Hier kann man im Einzelfall dann auch mal beim Dienstleister anfragen, was macht ihr denn mit den Daten und verwendet ihr die auch zu eigenen Zwecken? Das soll ja hier und da mal vorkommen. Dann kann auch eine Joint Control Vereinbarung nach 26 DSGVO angezeigt sein. Je nach Dienstleister werden Sie da mehr oder weniger umfassende Antworten bekommen.
eine Nachfrage lohnt sich allemal und natürlich ist auch die AV-Vereinbarung, haben sie einfach auch eine Pflicht zu, die zu vereinbaren, wenn es eine AV-Konstellation ist und die entsprechend zu dokumentieren. Das werden die meisten von Ihnen wissen. Ja, in dem Zusammenhang auch noch, also unten habe ich auch angesprochen, Datenschutzinformationen, Passage zum Chat einfügen, vorhin auch schon mal kurz gesagt. Da geht es natürlich dann auch darum, transparent zu machen, wenn Sie mit einem Dienstleister zusammenarbeiten. Jetzt vorhin in unserem Beispiel stand der Dienstleister ja nur sogar schon im Chatfenster drin. Dann ergibt sich das vielleicht schon daraus. Aber auch generell jetzt für die Erwartbarkeit, wenn man auf 6F geht, sollten die Nutzerinnen und Nutzer schon wissen, an wen die Daten noch so gehen. Das ist natürlich auch beim Thema Drittlandtransfer nicht uninteressant. Wo gehen die Daten hin? Insbesondere wenn es also ins unsichere Drittland geht, also Standardbeispiel Vereinigte Staaten, noch zumindest, ja, harren der Dinge, die da kommen. Ja, ich weiß nicht, dazu. Ja, also werden Sie bestimmt hier auch schon mal ein Webinar gehört haben. Du erzählst ja auch schon seit Jahren was zu und es wird uns alle weiter bewegen. Deswegen ist auch heute gar nicht so sehr unser Thema, aber natürlich insofern doch, als wenn wir den US-amerikanischen Dienstleister nutzen, neben den Standardvertragsklauseln möglicherweise zusätzliche Garantien für die Sicherheit der Daten vorzusehen sind. Und auch hier gilt natürlich, also wieder zurück zum Thema Versandapotheke und vielleicht dann noch dann AI-Chat drauf haben. Also der Worst Case für eine Datenschutzaufsichtsbehörde, dann sollte man sich da sicherlich mehr Gedanken machen, als wenn man nur in Anführungszeichen ein besseres Navigationssystem hat und eigentlich nur nett zeigen will, wo das nächste Standesamt ist zum Beispiel oder so. Ja, ja, wie heißt unser Chatbot in Berlin? Bobby? Bobby. Bobby auf ja, Berlin.de. Ja. Ah, ja. Wir haben es gestern getestet, war jetzt nicht so berauschend, die Ergebnisse. Gut, damit wir noch Zeit für Fragen haben, mache ich jetzt die UWG-Beschränkungen ganz kurz. Die wettbewerbsrechtlichen Vorgaben oder Beschränkungen an Chatbots sind aus unserer Sicht auch sehr überschaubar. Es gibt insbesondere kein Einwilligungserfordernis für Werbung. Also man muss jetzt nicht fürchten, dass man abgemahnt wird, weil man in den Chatbot reinschreibt, schauen Sie doch mal hier unser Produkt. Ja, weil es schon an dem Erfordernis elektronische Post fehlt. Es ist eben keine E-Mail, sondern eben ein Chat. Ja, man kann denken an unzumutbare Belästigung. Ja, wenn da immer wieder so ein Chatfenster, so ein Pop-up-Fenster aufgeht, ich habe schon dreimal weggeklickt und dann wird man trotzdem noch angesprochen. Aber auch da sehe ich wenig Raum. Das ist im Prinzip auch überschaubar, das Risiko dort. Auch das Thema Schleichwerbung, was man sonst an anderer Stelle manchmal hat, sehe ich hier auch nicht, weil der kommerzielle Charakter des Chats in aller Regel klar wird. Ja, anders wäre das, wenn Sie jetzt auf einer Drittseite mit Ihrem Chat vertreten wären, aber in Ihrem Kundenportal oder in Ihrem Online-Shop ist ja klar, von wem der Chat angeboten wird und wer da jetzt im Zweifel dahinter sich verbirgt. Deshalb ist da kein Raum dafür, dass man sagt, das müsste jetzt hier gesonderte Werbekennzeichnung geben. Ja, damit sind wir schon bei dem letzten Punkt, dem Fazit sozusagen. Und erstmal kurz die Praxisempfehlungen. Genau, auch ganz kurz nochmal, also was haben wir vorhin gesagt? Ich glaube, ein Drittel der Zuhörenden überlegt noch, einen Chat einzusetzen. Für dieses Drittel macht es sicherlich Sinn, sich gut zu überlegen, welches Tool zweckmäßig ist. Ein paar verschiedene haben wir jetzt genannt. Dann auch, ich habe es jetzt unter Stichwort Datenschwerpunkt, bin ich eine Versandapotheke? Also so ein bisschen einfach überlegen, habe ich es besonders mit sensiblen Daten zu tun und was soll die Chatfunktion eigentlich leisten? Und ja, wettbewerbsrechtlich, ja, wie gerade gesagt, ist nicht so wahnsinnig, ist es nicht so gefahrgeneigt, aber ja, vielleicht sollte man dann irgendwie nach zweimaligem Wegklicken des Chatfensters auch akzeptieren, dass eine Nutzerin oder Nutzer vielleicht einfach nicht chatten will, ist ja dann auch okay. Und Zusammenarbeit mit Dienstleistern, vorher nach einem AV-Vertrag fragen, sollen da die Daten möglicherweise zu eigenen Zwecken genutzt werden und vielleicht auch immer, wenn man dann einen Dienstleister beauftragt hat, in regelmäßigen Abständen nochmal reinschauen, ob das auch nachher noch so läuft, wie man das mal vereinbart hat. Und dann musst du weiter. Genau.
Ja, also wie können wir helfen? Ist klar, ne? Was haben wir jetzt in der Vergangenheit gemacht für Mandanten? Ja, geholfen dabei, Einwilligungen zu erstellen oder Dokumentationen dazu, warum die Einwilligung nicht erforderlich ist. Nur selbst die Cookie-Einwilligung kann ja entbehrlich sein, hatte Herr Lebert vorhin auch ganz groß gesagt, wenn man das als notwendig für den Dienst deklariert. Aber dann darf das Cookie auch natürlich erst gesetzt werden, wenn das Chatfenster genutzt wird, nicht schon vorher. Ja, wir erstellen Einwilligungserklärungen oder Cookie-Texte. Ist jetzt nicht unsere Lieblingsaufgabe, aber machen wir schon. DSFA hatte ich erwähnt. Die Datenschutzinformation muss natürlich angepasst werden. Ja, last not least, eine kleine Checkliste noch. Müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Kann man vielleicht für die, fürs Wochenende sich vornehmen, da mal rauf zu gucken. Oder wenn Sie anfangen wollen, sich mit dem Thema im Detail zu befassen. Ja, es ist, wie es immer ist, die Rechtslage ist nur ein Kriterium. Ja, schauen Sie wahrscheinlich besser darauf, ob die Bedürfnisse, die Sie mit dem Chat haben, durch den Dienstleister, durch das Tool abgebildet werden, was Sie dort einsetzen. Genau, die anderen Punkte müssen wir jetzt nicht noch einzeln durchgehen, haben wir schon gemacht. Ja, damit, Jessica, sind wir im Prinzip durch. Und während du dich sammelst und uns die Fragen stellen kannst, mal kurz der Hinweis nochmal auf die Webinare, die wir jetzt hier im ersten Halbjahr anbieten. Heute, 17.02., der Kickoff. Nächste Woche bin schon wieder ich dran mit dem Cyber-Thema, mit der Kollegin Nicole Beranek aus der Schweiz. Ja, berichten wir ein bisschen aus der Praxis, was da jetzt an Cyber-Inzidenz nötig ist. Ja, was macht man? Wir haben gerade jetzt eigentlich um 11 ein Call zu dem nächsten Cyberfall. Also das beschäftigt uns zurzeit viel. Na gut, die anderen Themen, die Links kommen dann auch nochmal in der Nachfass-E-Mail, werden wir dann sehen. Jessica. Ja, jetzt mit vernünftigem Ton. Wir haben zwei Fragen zurzeit. Sie können noch gerne welche stellen. 5 Minuten oder 6 haben wir noch. Die erste bezieht sich auf den ersten Teil zum Ausschluss des Vertragsschlusses, ob der per Chat vor Aufnahme des Dialogs im Textchat angezeigt werden muss oder genügt eine entsprechende Klausel in den AGB. Ja, also weder noch, würde ich sagen. Wichtig ist, dass bei dem Vertrag, dass halt keine Verträge geschlossen werden. Ja, da reicht es nicht, in die AGB zu schreiben, wir schließen in den Chat keine Verträge. Ja, wie ist es im BGB, also im bürgerlichen Gesetzbuch, wann kommen Verträge zustande? Verträge kommen zustande, wenn Willenserklärungen ausgetauscht werden, die jeweils andere Seite als Angebot oder Annahme verstehen muss. Und wenn da also ein Angebot drin ist, Preis und Leistung, klar sind und der andere sagt, ja, dann ist ein Vertrag zustande gekommen. Da kann man 10-mal vorher schreiben, machen wir nicht. Das heißt, wenn wir sagen Ausschluss, dann meinen wir die Agents und im Zweifel den Bot so zu trainieren, dass die eben dort nicht einzelne Verträge schließen, sondern eben dazu kommen, dass sie sondern dass man dann eben an dem Moment, wo man sich einig ist, auf die entsprechenden Bestellseiten verweist. Gut, die nächste Frage ist etwas spezifischer. Wir bieten nach dem Dialog im Live-Chat mit einem Agenten an, sich das Chat-Protokoll herunterzuladen. Wie verhält es sich mit Chat-Protokollen und deren Aktivierung? Ist der Charakter des Chats eher als flüchtig, wie Telefongespräche einzustufen, oder müssen Chats gegebenenfalls beauskunftet werden? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es beschreibt nämlich ganz gut, dass man im Chat irgendwie so ein bisschen Gefühl zwischen Telefon ist und dann ist es aber doch verschriftlicht. Also ich gehe mal hier davon, ich verstehe die Frage so, also Nutzerinnen und Nutzer können sich das Chatprotokoll runterladen, aber es wird natürlich dann auch bei dem Unternehmen vorgehalten. Und ich glaube, da muss man dann erst aus datenschutzrechtlicher Sicht einmal unterscheiden, wenn man jetzt davon ausgeht, also welche Daten da gespeichert werden. Wird jetzt nur der Chat gespeichert oder dazu jetzt auch die IP? Und was sind da für Daten drin? Aber gehen wir jetzt mal davon aus, es sind also personenbezogene Daten drin, dann haben Sie da sicherlich berechtigtes Interesse als Unternehmen, das vorzuhalten. Ja? Zu denken ist da unter anderem also an die Rechtsverteidigung immer, also regelmäßige Verjährungsfrist,
195 BGB, aber es kommt natürlich darauf an, was im Chat da besprochen wird. Und ich habe natürlich nur ein berechtigtes Interesse, Daten 3 Jahre lang vorzuhalten, wenn überhaupt eine Rechtsverteidigung in Aussicht ist und nicht nur irgendein Datum wie: Hallo, mein Name ist Andreas Lebert, ich wüsste gerne, wo ich auf Ihrer Webseite Schuhe kaufen kann. Da wird es wohl dann mit der Rechtsverteidigung nicht so weit her sein. Ganz grundsätzlich, das war auf einer Slide, ist ein bisschen zu kurz gekommen vorhin, aber ganz grundsätzlich natürlich sind auch hierfür Löschfristen vorzusehen und man muss sich wie bei allen Daten die Frage stellen, wie lange und wofür brauche ich diese Daten, und wenn dieser Zweck erschöpft ist, dann sind die Daten zu löschen, und das gilt natürlich auch für die Chat-Daten. Und ja, also Chats müssen dann, also wenn eine 15er-Anfrage kommt, sicherlich auch beauskunftet werden. Ja. Also wenn das vorgehalten wird, dann müssen es die Betroffenen halt auch wissen, dass das der Fall ist. Das ist eigentlich relativ klar. Oder noch was hinzuzufügen? Oder? Nein, danke. Eine weitere Frage gibt es noch zu ChatGPT oder anderen KI zum Urheberrecht. Also verwendet die KI wirklich nur gemeinfreien Content? Weil die Praxis dürfte ja sein, dass zumindest auch fremde Urheberrechte verletzt werden, wisst ihr da mehr? Das dürfte wohl so sein, ja. Also man weiß nichts Genaues, man kann ja nicht reinschauen, aber ich habe gerade gestern gelesen, dass wohl, ich glaube, es ist irgendwie einem Kollegen irgendwie gelungen, Teile eines urheberrechtlich geschützten österreichischen Fachbuches aus unserer Profession über ChatGPT abzurufen letztlich, ja, genau, über Bande. Das wird passieren, und das wird nicht so sein, dass nur gemeinfreier Content genutzt wird. Ne? Also. Genau, also man muss unterscheiden, wer nimmt dort eine urheberrechtlich relevante Handlung vor? Also die Kopie, um die geht es ja vor allem, die halt verboten ist ohne Einwilligung des Urhebers. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in einem Online-Shop passiert, schon überschaubar. Insofern mag das jetzt als generelles Thema spannend sein. Man hat ja auch das andere Thema, was ist mit Urheberrechten an den Werken, die dort kreiert worden sind, hat man da möglicherweise Themen. Also das vielleicht zu den Urheberrechten ist ein Thema, sehe ich aber nicht so kritisch bei der Einbindung in Funktionen jetzt auch in einem Kundenportal oder so. Gut, dann hätten wir soweit, glaube ich, alles geklärt bezüglich Chatfunktionen für heute. Und dann würde ich sagen, runden wir das ab und überziehen nicht. Nur nochmal einige Hinweise, weil die vorhin etwas schwer verständlich waren. Also Sie erhalten eine E-Mail hier im Anschluss, da sind die Folien von heute, ein Link zur Aufzeichnung auf YouTube von Sabina, die Kontaktdaten, falls Sie noch Fragen haben, und auch alle Anmeldemöglichkeiten für die weiteren 9 Webinare, wenn ich richtig gezählt habe. Und ich verlinke Ihnen auch gerne die beiden Podcast-Folgen, einmal mit Barbara Thiel und jetzt zur KI, wen es mehr interessiert, und gerne auch den Beitrag von Andreas Lewald zu DSK und den Cookie-Bannern. Genau, wenn ich da kurz anhöre, das ja. Thema, hatte ich schon fast vergessen, einen Aufsatz geschrieben zu dem Thema. Wer für die Juristinnen und Juristenkollegen, wer da Interesse hat, in der ZDIW aus dem letzten Jahr, da ist ein Aufsatz dazu drin, der am besten melden Sie sich einfach bei Jessica oder mir, und dann findet man einen bestimmten Weg, wie er dann PDF den Weg finden kann. Sonst über ChatGPT. ChatGPT ist ja bestimmt auch schon abrufbar, genau. Genau, also kontaktieren Sie uns, wenn Sie das interessiert. Und ja, dann ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Von uns auch. Ciao. Bis dahin. Ciao.